So, ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Ich mache hier das Questcode, was der Mann uns für Leuchtturm gegeben hat. Wir müssen Drescheröl holen. Ach, Newsflash. Oh, das sind die Drescher? Nee, die töte ich nur so. Hallo, die Drescher. Ich dresche dich. Könntest du die Loot-Option mal verändern? Oh ja! Unternehmungsgeist. Du, Dreischöl ist ja nicht zu holen. Oh, Dreischöl. Ja, was stimmt denn? Ich brauche einen endlichen Atem. No. Mit Slurnum gebe ich das auch wieder. Ne? Nee, Slurnum? Warum gibst du mir nicht? Hab ich doch schon. Nee. Du warst bestimmt außer Reichweite. Mhm, ja. Da 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 da. Meinst du, Schamane Hexmeister ist auch im 2-on-2-Night? Ich weiß nicht. Also wenn ich es überlege, ich glaube schon. Ich meine, das Gute ist halt, beim Hexmeister im Vergleich zum Paladin, der Hex, ne? Der geht aber länger. Wie, der geht länger? Als der Paladin, ne? Na, 2 Sekunden. Ja, 2 Sekunden sind ja auch nichts. In 2 Sekunden ist manch einer von uns gestorben. Meist nur Vanessa. True. True. Ja, das ist richtig. Windshear ist eh nice. Ja. Weil das so, dass ich mich richtig auf Damage konzentrieren kann, also. Quasi außerhalb der Nuke-Phase möchte ich ganze Control und in der Nuke-Phase übernimmst du die Control, weißt du? Ja, und ich kann auch vielleicht ein bisschen damit machen, ne? Ich glaube ja. Du kannst die ganze Zeit weglaufen und so. Wir haben fucking overpowered Totems. Ja. Das könnte. Meiner Meinung nach die stärkste 2-on-2-Combo sein, wenn ich so überlege. Weil sie mit dem Ferrodoiden ist noch stärker. Kann sein. Aber wir können natürlich beweisen, dass wir stärker als diese Combo sind, ne? Es muss ja nur eine Combo stärker sein als Ferrod Schamane. Und schon ist alles gebastelt. Und wir könnten diese Combo sein, in dieses Team. Awesome. Kudo, du machst mir immer neuen Mut. Oft auch falschen Mut, aber. Wenigstens machst du irgendeinen Mut. Wagemut auch manchmal. In der Literatur wird es immer abgetan, als das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Doch sie kennen Kosher nicht. Also wie lange brauchst du noch? Wir haben nicht unendlich Atem. Okay, Chops. Nice. Und dann probieren wir mal mit Elementarschamane. Meinst du echt, es könnte funktionieren? Könnte funktionieren. Weiß ich nicht. Ich würde ja so gerne meinen Bild bekommen.
Ja. 26 Minuten, ne? Können wir uns langsam eingeben. So langsam haben wir es uns doch verdient. Muss man da zum Ding ins Turm? Oh. Hier liegt was? Wir müssen zum Irrlicht anwesen. Wo ist denn das? Oh, da oben. Gut, ja. Wenn du sonst irgendwas bei den Quest-Beschreibungen liest, weißt du der Insta, wo das ist? Dass dich sowas so stark flasht? Nein, das hört so an, als würde es das gar nicht geben. In der World of Warcraft? Cool, ich habe wieder ein Schiff klar gemacht. Schiff ist mir ein auch immer. Selbst wenn es irgendeinen Fortbewegungsmechanismus hätte. Aber ich fände es eigentlich cool, wenn einer mit so einem Ruderboot immer so hinterher schippern würde. Für Leute, die keinen Flugmount haben, zum Beispiel die Leute, die ihr leveln. Epischer Moment. Warum? Was ist passiert? Als du so untergegangen bist, nachdem du aufgehört hast zu springen. Cool aus. Okay, machen wir erst oben Party, oder? Jo. Cool, dass hier so Schilder hängen. Ganz verstanden habe ich das von Silvio nicht, aber ist bestimmt gut. Hast du hier nicht noch ein Quest? Oh ja. Sogar zwei habe ich auf dem Schirm. Wir haben nur eins auf dem Schirm. Bitte führ mich zum anderen. Oh, da muss ich dir was zu sagen. Es ist ein Schamanenquest. Ist möglicherweise nicht für dein Level geeignet. Oh. Ich brauche noch zwei Beine. Ich gehe kurz grind. Nee, Scooby, ich share das dann mit dir. Wenn es das geht, es geht auch bestimmt. Das geht. Wieder. Hier zu Captain Waymore at Sentry Point. Hm? West Point for Life. Im Center Parks. Ist Center Parks so cool? Glaube nicht. Hm. Nicht für uns. Zu wenig Abenteuer-Feeling, glaube ich. Was ist das eigentlich? Also, wie ist das aufgebaut? Ist einfach nur ein Park, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nur ein Park. Also früher, als ich mal einen Prospekt hatte, als ich noch klein war. Genau. Ich hatte auch einen Prospekt, als ich klein war. Ist das denn voll übles Amt? Also im Dschungel in Deutschland? Ja, mir kamen schnell so Gedanken auf, wie, da darf man bestimmt nirgendwo Ball spielen, man darf bestimmt nicht auf die Bäume klettern. Ja, das könnte sein. Könnte aber was kaputt machen. Ist auch so, das ist ein riesen Teich. Und da ist dann das Restaurant nehmen, ist so cool. Das ist cool, das stimmt. Aber so werden wir am besten lieber irgendwie einen Flug buchen, der über Amazonas oder so geht und ein Flugzeug zum Abstürz. Bringen. Mhm. Wie möchtest du es sonst ausdrücken? Dass wir die Kiste fallen lassen? Ja, ich habe mir nur gewundert, warum den Satz nicht zu Ende gesagt hat. Hab ich? Nein. Doch, hab ich. Nein. Doch, habe ich wirklich? Nein. Doch. Hier ist ein Irrwisch.
oder? Es ist ein. Es ist eine Bombe. Oh Gott. Die Kaelic unterwegs. Räum die Bäume weg. Du musst auch zielstrebig alles pullen, was geht. Also bitte, ein Vieh. Ein Vieh. Ich hab doch gesehen, auch was du so gepulst hast. Also wenn wir die irgendwann für einen Quest brauchen, dann bin ich nicht der Blöde. Oh shit, Missklick. Die musst du überhaupt gar nicht töten. Ach komm. Jetzt sind wir alle schlauer. Jetzt sind wir alle so schlau wie du. Wollen wir was einsammeln? Oh, fuck. Also eine schöne Scholle. Ist super gefährlich so unter Wasser. Ja, die schnappen ja übelst krass. Mhm. Ich hätte auch ein bisschen Angst. Ich habe Angst vor Krabben. Ja, die soll man gut essen können. Krabben? Mhm, Krabben auch. Ah, Schildkröten vor allem. Und von Hummern soll das Gehirn eine Delikatesse sein. Ja. Die werden 70 Jahre alt. Dann ist sie denn das Hirn weg. Wie respektlos. Ja. Oh Mann. Schlangen soll man auch gut essen können. Und kann man einfach unterwegs transportieren. Warum kann man die einfach transportieren? Kann sich über den Hals hängen, wenn sie tot sind. Nee, ist echt wahr. Oh, hier ist ein Boss. Garn Mathas. Töten wir den? Den müssen wir nicht, oder? Nee. Wir müssen aber die Befehle finden. Doch, den müssen wir töten. Oh, nice. Ja, cool, da geh am besten durchs Lager direkt zu ihm. Ich möchte da an Martha sprechen. Ich bin so froh, dass das ein Spiel ist. Weil Koja sagt dann immer, Scooby, du kannst ja nicht immer irgendwelche Leute umbringen wollen, einfach nur aus niederen Gründen, weißt du? Und dann kommt Koja mit seiner Aktion. Ich glaube, in der Realität würde er auch so handeln. Ach. Ja. Das siehst du viel zu überzogen. Du siehst zu unter zur Kiste. Was hast du untergezogen? Hast du nichts runter? Mhm. Oh, Talentpunkt. Ich fände eine Frau, ne? Ich hätte immer nichts drunter. Ja. Ich würde, wir sind nicht mehr im Battleground eingetragen. Ich weiß, das ist schon die ganze Zeit. Ich habe nur auf den Level up gewartet. Okay, also das mit diesen Zungen, das ist ein Scheiß-Quest, würde ich mal so sagen. Ich habe schon zwei. Ich würde, alle Quests sind ja scheiße, ne? Du wolltest ja unbedingt hier lang. Ja, weil die anderen Gebiete noch beschissen sind. Nein. Doch. Nein. Könnte akzeptieren. Nein. Doch. Warum denn nicht? Nein. Ist ja so viel einfacher. Desolée ist auch schön und Firala ist schön. Nein. Doch, Desolée ist jetzt schön. Es ist. Nein. Es ist tropisch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Ich hab ein Déjà-vu. Boah, hier sind Ochsen falsch, die sind riesig. Here we go again. Boah, Scooby, hier sind Quests. Marschfrosch, Marschenfrosch engeln. Okay.
Du löst einen Zombie an deinem Hintern. Und du hast nichts drunter. Oh. Oh, hier ist auch ein Quest. Woher weißt du das? Ja. Du hast eben damit rumgeprallt. In der ganzen Bar. Du weißt, ich hab nichts drunter. Weißt du, wenn du im Mittelalter in so eine Bar, Taverne, sag ich auch mal, kommen würdest und das sagen würdest, wird irgendwer checken, was am Bar ist. Was ist? Was am Bar ist? Gut, cool, welchen Teil der Story hast du nicht verstanden? Die Wörter. Oh Gott. Was Anbach ist. Was denn Anbach? Was Sache ist. Mein Gott, man sagt ja nicht, was Anbach ist. Doch, sagt man. In welchem Land denn das? Deutschland? Niemals. Oh doch. Nicht immer in Deutschland. Oder du bist einfach ein Sprachfremdling. Du bist ein Arsch. Das stimmt. Da bist du nicht die Erste, die das sagt. Die Sternrichte in Bullet Time. Das ist halt echt du frisch. Ich bin total angepisst vom Quest. Nein. Warum? Weiß nicht. Ich bin gerade so orientierungslos. Sind doch überall die Frösche. Ich sehe sie nicht sofort. Außerdem, warum haben die nur einen Schenkel? Soll ich einen Geist anfangen? Das war nur eine Kröte. Man muss schon die großen Frösche schnappen. Warum hat dieser Frosch nicht mal einen Schenkel? Der hat den kaputt gemacht. Du erklärst mir das auch mal so. Ach, cool. Wir hatten schon längst geklärt, dass ich Unrecht hatte. Ich hab's dir noch nie gesagt. Lalala. Schock. Hey, du Frosch. Ist ja kein Frosch. Ich hab Informationen gesammelt? Das mache ich gerade, ne? Ich habe nämlich meine Orientierung zurück. Bei wem sammelt man denn die Informationen? Indem man Geister tötet. Uff. Uff, sage ich dazu. Uff. Uff. Ich mach so kein Damage. Ich weiß, es klingt dumm, aber ich auch nicht. Bitte Frosch, gib mir deinen Schenkel.
Komm. Wohin? Zum Quest. Brauchst du noch Schenkel? Ich brauche noch Geister. Ach, shit, ich ja. John stirbt. Hast du voll? Ja. Ich muss kurz meine Markus einladen. Wieder zwei Quests erfolgreich beendet. Puh. Ja, puh. Also, wir erreichen hier T4 jetzt in dem Talent Tree. Dann bekomme ich Soul Trap. Hexenfluch, was ist denn das jetzt? Ja. Man muss irgendwelche Spricks einsammeln, was auch immer im Deutschen wieder ist. Hexenfluch heißt auf Deutsch. Vielleicht hat es etwas mit diesen Kugeln auf sich. Hm. Ah, das ist diese Pflanze. Hexenfluch. Ist vielleicht für die Uhrzeit nicht mehr machbar mit dem Bergwahn. Soll ich uns in hier eintragen? So, ja. Ja. Bam, Labyrinth. Bitchlein. Bitchlein. Oh Gott, du könntest mir gerade alles erzählen, ich würde es nicht glauben.